Gerd Valentinelli. Welche Verbindung siehst du? Meditation und Intuition? Und was bedeutet für dich Intuition? Welche gibt es da für dich eine bestimmte Form, Methode oder ja, oder wie erlebst du das? Lass uns einen kleinen Einblick gewähren. Ja, zunächst hallo Sabine auch. Freut mich auch wieder, dass wir hier zusammen sind. Das ist super. Und heute auch noch mit dem, wir haben gerade vorher schon gesagt, mit dem Wetter, dass die Sonne lächelt. Das ist sehr schön. Ja. Intuition und Meditation, das hängt ja sehr nahe zusammen, die Intuition und Meditation. Ja, wie soll ich das beginnen? Ja, vielleicht für mich Meditation bedeutet, ist auch ein Prozess des Erkennens unserer wahren Natur, meiner wahren Natur, meinem wahren Sein, meinem Hiersein. Und dies ist eben ein Prozess Meditation. Es gibt verschiedene Techniken, aber an sich ist allen diesen Techniken eines gemein. Es geht um das Selbsterkennen seines Hierseins, seines Gewahrseins, seines natürlichen Gewahrseins. Nun, das wird oft gesagt, wird oft beschrieben. Was bedeutet das eigentlich, wenn man sagt, wahres Sein, wahres Gewahrsein? Das hat schon so wieder etwas, ja, da weiß man Bescheid, der weiß Bescheid, der weiß, was das wahre Gewahrsein ist, das wahre Sein. Aber das Ganze hat auch damit zu tun, eben in diesem Prozess der Meditation, dass man eben dass man erkennt, dass man wahrnimmt, dass man denkt. Also ich habe das in meinem Buch Die Essenz, ein Reiseführer zu dir selbst, auch sehr ausführlich beschrieben. Ein wichtiger Punkt, eben das Bewusstwerden des eigenen Denkens. Das mag jetzt ein wenig eigenartig klingen, denn man wird gleich sagen, was, ich weiß doch, dass ich denke, ich muss mir doch dessen nicht bewusst sein. Nun, vielleicht möchte ich dies so ausdrücken, Bewusstwerden des eigenen Denkens, das bedeutet für mich, nämlich, dass ich das Denken als Denken erkannt habe und dass ich weiß, dass ich denke. Das ist ganz wichtig. Es ist das Denken nicht etwas Separates von mir, das mich denkt, sondern ich denke. Also ich bringe die Erinnerungen, ich füge die Gedanken zusammen zu einer Idee, zu einer Vorstellung und schlussendlich auch zu einem Projekt, das sich dann verwirklicht. Und sobald ich wirklich erkenne, dass ich derjenige bin, der denkt, und ich bin mir bewusst dessen, hat das Denken und seine Inhalte nicht mehr diese Macht, die es vorher hatte. Also es können dann Erinnerungen kommen, ich kann Erinnerungen hervorholen, aber ich erkenne, es ist ein Denkprozess, der in Gang gesetzt wird, durch vergangene Ereignisse, durch vergangene Geschehnisse. Und als solches erkenne ich das auch. Es ist in etwa so ähnlich, wie wenn ich in ein Bilderbuch nachblättere und diese Bilder betrachte. Die sind auch irgendwann einmal gemacht worden und ich betrachte nun diese Bilder darin, diese Fotos. Und ganz so ähnlich ist es auch mit dem Denken und wenn ich mir des Denkens bewusst werde. So verliere ich auch die Angst. Das ist etwas für mich auch Wichtiges, dass diese Angst verloren geht vor dem eigenen Denken. Denn wenn das Denken als etwas dargestellt wird, das mir böse gesinnt ist, dann lebe ich wirklich in einer
in einer anhaltenden inneren Spannung. Denn es ist, wer weiß, was das Denken noch so alles mit mir vorhat. Es wirft mir noch so gefährliche Gedanken entgegen. Und ich muss eben aufpassen. Aber wenn ich diese wundervolle Kraft, Macht bei mir entdeckt habe und angenommen habe, also die Kraft, die Macht des Denkens, dann arbeite ich. Dann arbeite ich mit dem Denken, und das Denken ist eine Art Werkzeug, das ich benutze, um mein Leben zu gestalten. Und ja, dann somit lösen sich auch alle trennenden Faktoren auf. Ich bin ganz völlig ich selbst, ob ich nun denke oder nicht denke, das spielt keine Rolle. Ich bin immer ich selbst. Also in diesem Bewusstwerdungsprozess der Meditation findet dann auch eine Verwurzelung in mir selbst, in mein Dasein statt, in mein eigentliches Dasein, das nicht versteckt ist. Man hört es immer wieder, aber es stimmt, es ist hier und jetzt. Das ist dieses Gefühl, das ein jeder von uns jetzt hat, jetzt spürt, sein eigenes Gefühl des Hierseins. Und das ist, Meditation ist dann ein Ausruhen in genau meinem natürlichen Hierseinszustand. Also ich tauche praktisch wirklich in die ursprüngliche Kraft ein und bin einfach ich selber. Keine Beschreibung, keine irgendwie geartete Vorstellung, sondern einfach nur ich selber in meiner Reinheit. Und weil du es vorher gesagt hast, was ich zur Intuition meine, dass in diesem Hinbewegen zu mir selber, in diesem Sein mit mir selber, wenn ich selber dann einfach nur bin, dann öffnen sich eben auch die Türen der Intuition. Dann kommen auch die guten Ideen, und dann öffnen sich wirklich die Tore in das weite, unerschöpfliche Feld der Existenz, aus dem dann geschöpft wird. Und Intuition ist schwieriger, wenn ich im Bereich des Planens bin, wenn ich plane und wenn ich bestimmte Dinge gelernt habe und die versuche ich irgendwie mit der neuen Situation in Einklang zu bringen, dann unterdrücke ich ein wenig die Intuition. Aber sobald ich so richtig einfach nur hier bin und bin, in diesem Spüren, ist alles am Fließen. Also die Tür, wie gesagt, die Tore haben sich geöffnet und die Intuition fließt und die Dinge können sehr interessant werden, was auch immer man gerade beabsichtigt zu tun. Also man öffnet zugleich auch mit der Meditation auch die Tore zur Intuition. Und das hat eigentlich nur mit dem zu tun, dass ich wirklich ich selber bin. In meiner Ganzheit, in meiner Natürlichkeit, in meinem Hiersein. Schön. Ja, schön. Den Chat auch auf. Also gerne, wenn auch von euch zwischendurch Inspiration, Fragen kommt, immer gerne, ne? Genau. Genau. Wir erleben dich ja schon, ja, wir erleben dich, oder ich kann ja nur, ja, erleb dich einfach auch im Sprechen, in der Meditation, ne? Also, oder gibt es noch, oder gibt es, dass du das im Tagesgeschehen direkt dir Zeit nimmst für Meditation, oder ist der ganze Tag, der Alltag für dich Meditation? Oder sowohl als auch? Also es ist wirklich für mich
auch wenn wir jetzt hier zusammen sind, miteinander sprechen, es ist für mich ein Betrachten, ein Wahrnehmen all dessen, was sich gerade ereignet. Also auch, ja, wie ich handle, was ich tue, wie ich denke, welche Gedanken ich hervorhole, welche Gedanken ich mag, welche nicht. All dies, also das ist ein Prozess während des ganzen Tages, wo stattfindet. Und das ist Meditation, dieses bewusste Erkennen und Sehen des Denkprozesses und das vor allem, dass ich sehe, dass ich es tue. Und das ist auch sehr witzig und sehr interessant, einfach dann auch einfach zu sehen. Ich kann am Anfang mir sagen, ja, jetzt genug gedacht, jetzt bin ich einfach nur einmal. Das kann ich mir ruhig auch sagen, jetzt bin ich. Das Denken, das lasse ich ruhen und dann bin ich. Und dann ist einfach dieses Hiersein. Kein Gedanke ist zu sehen, es ist eine völlig geöffnete Wahrnehmung. Also eine Wahrnehmung mit wirklich mit allem Sinnen, das Hören, das Spüren. Und das ist wunderbar. Natürlich bin ich auch, wenn ich denke, aber ich kann jederzeit auch das Denken beenden, in diese meine reine Quelle einfach nur sein, einfach nur ich sein. Und das ist auch herrlich. Also auf deine Frage zurückzukommen, ja, es ist für mich jeder Moment ein Betrachten meiner eigenen Handlungen, meiner eigenen Denkvorgänge. Und manchmal genieße ich es auch, ich sitze nieder, ich habe heute auch gerade, bin ich für 20 Minuten wir haben hier einen gemütlichen Sessel, da habe ich mir es bequem gemacht und bin einfach auf diesem Sessel niedergesessen und war einfach. Ich habe einfach nur wahrgenommen, habe gehört, die Geräusche, die Klänge und das war sehr angenehm. Gerd, wie kann man, du hast gesprochen von, man kann einfach das Denken auch sein lassen oder ich weiß jetzt nicht, wie du ausgedrückt hast, oder beenden, man kann es auch beenden. Ja. Da habe ich die Frage in der Luft gehört oder auch die Frage von wie gelingt es oder was gibt es da einen Trick? Wie kann ich das dann einfach beenden? Mhm. Ja, eigentlich, ich kann das Denken starten, ich starte ja das Denken, ich beginne mit dem Denken, so kann ich auch das Denken beenden. Das Geheimnis liegt vielleicht in diesem Gefühl Ich. Denn wenn man genau hinfühlt, wenn man genau hinspürt, spreche ich ja immer von Ich. Und da ist ein Gefühl dahinter. Hinter diesem Ich steckt ein Gefühl. Wenn ich sage, ich denke den ganzen Tag, wie kann ich das Denken beenden? Mit diesem Ich drücke ich eigentlich mein Sein aus. Dieses Ich kommt aus meinem Hiersein. Dieses Ich ist mein Dasein, dieses Gefühl meiner selbst. Und diesem Ich vertrauen. Einfach diesem Ich vertrauen und in diesem Ich einzutauchen. Und dann bin ich in diesem Ursprunggefühl, nämlich bei mir selber. Dann bin ich einfach ich selber, einfach rein und klar ich selber. Man redet immer von ich, ich mache dies, ich kann das nicht, immer ich. Und dieses Ich, wo eigentlich nochmal aus diesem Ursprungsgefühl entsteht, das lässt man gerne aus. Man sucht etwas, was man von irgendjemand erklärt bekommt oder beschrieben bekommt, aber man lässt den aus, der das versucht zu verstehen, wo danach versucht zu handeln, den lässt man aus. Und das bin ich. Und dabei ist es eigentlich ganz einfach, dieses Vertrauen in dieses Ich zu gewinnen. Und mit diesem Ich zu verbleiben. Und ich kann es durchaus auch so machen, dass ich mit mir selber rede. Ich sage mir einfach, ja, ich weiß, ich denke jetzt, ich denke an dies, ich denke an jedes. Ich kann auch absichtlich was denken, absichtlich Themen hervorholen und nachdenken darüber. Und dann sage ich zu mir so, okay, jetzt Schluss,
jetzt beende ich das Denken. Beende ich das Denken und ich bleibe als ich, völlig voller Vertrauen in mir selber. Also ich setze das Vertrauen nicht in irgendwelche Gedankengebilde oder Erinnerungen oder vergangene Ereignisse, die ich mir nochmals hervorhole, sondern ich vertraue einfach meinem Dasein, einfach meinem Ich. Ich vertraue mir, ich. Okay. Das. Das noch. Dankeschön. Eine Frage von Alvera. Ist das Betrachten der Gedanken nicht auch Denken? Sicherlich. Auf jeden Fall. Die Gedanken sind da, weil ich es gestartet habe. Es ist, wenn man immer denkt, wenn man immer zu nur denkt, dann hat man manchmal das Gefühl, die Gedanken sind einfach hier und ich kann dagegen nichts mehr tun. Aber wenn ich mir dessen bewusst werde, wenn ich mir des Denkens bewusst werde, dann sehe ich jeden subtilen Vorgang, wie ich das Denken starte, beginne. Ein Geruch, ein Gefühl, ein Lächeln, irgendeine Farbe. Und ich starte mit dem Nachdenken, ich starte mit Erinnerung. Also durchaus das Betrachten der Gedanken setzt bereits voraus, dass ich mit dem Denken begonnen habe. Also es ist durchaus ein Denkprozess, es ist schon bereits das Denken. Und das ist hervorragend, fantastisch. Und im selben Moment, wenn ich einfach Ich sage und in diesem Ich vertraue, dieses Ich annehmen, nämlich mich selber, dann bin ich hier. Und dann kommt dann der Moment einer völliger Reinheit, Klarheit und Offenheit gegenüber allem. Also es ist dann eben dieses Wahrnehmen wirklich mit dem Ganzen, mit allen Sinnen. Mhm. Spannend, was jedes Mal so rauskommt. Ja. Ja, ne? Cool. Ja. Ja, die Zeit vergeht so schnell. Ja. Ja, schon interessant, was es so diese Aspekte dazu, diese Variationen, die es da gibt, wo aber eigentlich alles aus derselben Quelle entsteht. Ja, schön. Schön. Danke dir, Gerd. Ja. Danke. Danke auch. Ja. Dann wünsche ich euch noch, wo ist der Cheat? Kommt der erst später dazu? Ach so, wir wechseln uns immer so ein bisschen ab. Genau, er macht zwischendurch die Regie und kümmert sich um die anderen, dass sie da zugeschalten werden. Genau. Und so wechseln wir uns immer ab. Einer macht vor der Kamera und der andere dahinter. Und genau. Ist aber da und hört jedes Wort und sieht jedes Lächeln. Bin da, schreibt er. Okay, super. Danke. Ja, dann auch danke fürs Dankeschön. Dabeisein und viel Spaß noch. Und bis bald. Ja, bis bald. Und bis jetzt. Tschüss. Danke, Gerd. Ciao. Ciao. Ja, in 10 Minuten.